immer mehr Leute machen den Motorradführerschein bzw. den A1-Führerschein bzw. den B196-Führerschein, also die Erweiterung von Auto auf eine 125er. Und da stellen sich nun mal auch viele Leute die Frage, kann ich dann mit der geilen 125er mit maximal 15 PS auch mal die Autobahn rocken? Über das Ganze reden wir nämlich jetzt heute mal. Und zwar die 125er auf der Autobahn. Grundsätzlich ist man ja ab einer Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h, soweit ich weiß, zugelassen auf einer Autobahn mit einem Kraftfahrzeug. Das Ganze erreicht vermutlich jede 125er. 80 km/h ist ja nicht so viel. Allerdings würde ich mich mit einer, die maximal 80 km/h schafft, nicht gerade auf die Autobahn trauen. Ja, für die ganze Scheiße fahre ich jetzt auf die Autobahn. In der Hoffnung, dass es hier nicht so voll ist gerade. Aber es sieht ganz danach aus, als wäre es sehr voll. Ja, was ist eine 125er auf der Autobahn? Letztendlich extrem untermotorisiert, kann man sich ja denken. Der Einzylinder mit maximal 15 PS, ich habe ja gerade mal 13, ist natürlich aufgeschmissen, da man tatsächlich quasi die komplette Zeit auf Vollgas hängt. Und ja, man fährt quasi zwischen LKW und so einem Scheiß und kann kaum LKW überholen. Ja, es ist gerade sehr voll, das ist natürlich perfekt für den Zweck, den ich euch zeigen will. Von links schallern an mir die Autos vorbei und ich komme kaum hinterher, beziehungsweise kann kaum einen LKW überholen, weil ich einfach untermotorisiert bin. Und ich meine, man kann sich vorstellen, wie das ist, zwischen oder neben LKW zu fahren. Das ist einfach nicht geil. Die Dinger sind groß, die sehen dich meistens nicht. Auch ein sehr wichtiger Punkt, wenn du mit so einer Maschine auf der Autobahn fährst, dann musst du davon ausgehen, dass du unsichtbar bist. Du musst einfach davon ausgehen, dass dich keiner sieht, niemand, dass du wie so eine kleine Wespe durch den Verkehr fliegst, weil so ist es letztendlich. Dich hört keiner, dich sieht kaum jemand, du machst so dein Ding und keiner juckt sich um dich. Ich versuche jetzt, na, noch nicht, ich versuche gleich mal zu überholen. Aber danach, du behinderst halt wirklich jeden, wenn du einfach versuchst zu überholen. Ich will halt nicht zwischen den LKW bleiben, aber muss halt, wenn ich überhole, komplett auf dem Vollgas hängen. Aktuell habe ich noch ein bisschen Puffer. So 20 km/h habe ich noch Puffer nach oben. Aber das ist dann auch wirklich maximal. Ja, guck mal, ich finde nicht mal eine Lücke, wo ich rein kann, weil ich dann schon die Leute behindere. Wo wir auch drüber schnacken können, ist die Frage, die man sich stellt, kann ich mit meiner 125er dann auch mal eine längere Tour machen? Kann ich mal ein bisschen pendeln über die Autobahn? Kannst du gerne machen, wenn du halt Bock hast, die ganze Zeit so zu pesen oder zwischen LKW zu fahren. Und naja, letztendlich ist es auch nicht geil für den Motor, weil er halt komplett auf Anschlag fährt, wenn du halt Leistung haben möchtest. Ich versuche jetzt gleich mal, ich glaube, jetzt könnte es gut sein, mal Gas zu geben und auf die linke Spur. Vor allem die Leute erwarten von dir, dass du schnell bist. Hier ist 130 erlaubt. Ich bin in begrenzter Fahrung 121 laut Tacho und kann dann wieder auf die andere Spur. Der sechste Gang ist an meiner Maschine sowieso nur Accessoire, der bringt gar nichts. Ja, und Leute, nicht vergessen, Schulterblick machen, weil so geil ist nicht, wenn man ohne Schulterblick fährt. Ja, da kann einem schön was passieren. So. Das Ding ist, ich schlage mich relativ in Ordnung jetzt auf der Autobahn, weil ich wiege nicht so viel. Ich hoffe, ihr könnt mich überhaupt hören, das ist so windig natürlich. Aber wenn man jetzt ein erwachsener Mann ist mit, keine Ahnung, 70 Kilo auf 125er oder 80 Kilo, was weiß ich, das ist dann schon mal eine andere Nummer. Langstrecke ist extrem anstrengend. Das längste, was ich auf der Autobahn am Stück mit der Maschine gefahren bin, waren 1,5 Stunden, glaube ich.
maximal zwei. Ich sage euch, danach wollt ihr auch einfach nicht mehr weiterfahren. Weil die Vibration und der Motor die ganze Zeit auf, unter Volllast, das ist natürlich nicht geil. Mein aktueller Verbrauch, gerade übrigens 3,8 Liter, sechste Gang bei ungefähr 10.000 Umdrehungen. Ein Punkt noch, wenn ihr Autobahn fahrt, wenn ihr Autobahn fahrt, dann macht das wirklich nur mit Schutzkleidung, weil wenn ihr werdet übersehen, das ist halt so, das merkt man extrem. Und ihr wollt nicht übersehen werden. Aber falls das doch der Fall ist, dann seid ihr am Arsch, wenn ihr keine Schutzkleidung tragt. Denn sich bei 100 aufs Maul zu legen, tut weh. Ich habe auch mal ein Video drüber gemacht, über Schutzkleidung, über Lederkombi auf 125, ob das wirklich notwendig ist. Und Leute, die sagen, scheiß drauf, bei der Leistung tust du ja nicht weh. Die Kurzaussage, 100 auf der 600er oder 100 auf der 1000er Maschine, scheißegal, 100 ist 100. Das schaffst du auch mit 15 PS und wenn du dich hinlegst, dann war es das vermutlich. Deswegen tut euch selbst den Gefallen und tragt Schutzkleidung. Am besten eine Lederkombi, so wie ich. Ist sowieso ein schwieriges Thema. Leute, die es nicht machen, meinetwegen. Aber am Ende lernt man immer draus und ja, wünscht sich, man hätte etwas angehabt. So, was für ein Fazit können wir aus der Autobahnfahrt jetzt nehmen? Das war eine zweispurige Autobahn, teilweise unbegrenzt. Und jetzt übertragt das mit einer 125 auf drei- oder vierspurig. Das macht keinen Spaß, es ist lästig, es ist ultra anstrengend. Man wird kaum wahrgenommen. Ich würde Langstrecke niemals Autobahn wirklich fahren mit der 125er. Einmal, weil es gefährlich für einen selbst ist. Die Leute überschätzen deine Leistung und machen kranke, enge Sachen und sowas. Und zum anderen ist es nicht geil für den Motor, wenn er nur auf Hochlast stundenlang ist. Aber Kurzstrecke mal, so wie ich das jetzt gemacht habe, kurz über zwei oder drei Ausfahrten hinaus, kurz mal durchziehen, das kann man natürlich machen, komplett in Ordnung. Allerdings ist halt immer Gefahr mit dabei. Aber ja, ihr könnt ja mal eure Erfahrungen in die Kommentare schreiben, falls ihr Erfahrungen auf der Autobahn gemacht habt mit einer 125er, wie ihr das findet. Oder ob ihr das immer wieder machen würdet, das würde mich mal interessieren. Weil ich würde es auf jeden Fall damit nicht übertreiben. Aber überholen zum Beispiel mit der 125er ist sowieso ein Thema für sich, ob auf Autobahn oder Landstraße oder in der Stadt. Man braucht einfach viel zu lange zum Überholen. Dafür ist es auch nicht da, es ist einfach zum Lernen, es ist zum Spaß haben. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen rausnehmen, wie sich das anfühlt so mit der 125er auf der Autobahn, wenn ihr jetzt euren Führerschein gerade macht oder noch selber nicht Autobahn gefahren seid. Das ist meine Meinung. Es funktioniert, aber es ist anstrengend auf Dauer. Nicht gut für den Motor und vermutlich auch nicht gut für die Gesundheit, wenn man nicht vorsichtig ist oder beziehungsweise nicht für andere Autofahrer mitdenkt. Das soll es gewesen sein, Leute. Haut rein, macht's gut. Ciao, ciao.